Diese 10 Früchte verhindern Krebs. Nummer 8 kann noch so viel mehr. Laut dem American Institute of Cancer sind ca. 1/3 der Krebserkrankungen auf die Ernährung zurückzuführen. Viele Lebensmittel können genutzt werden, um Krebszellen gar nicht erst entstehen zu lassen bzw. Krebszellen bei der Entwicklung zu blockieren. Aber sie können auch den Körper stärken, um kranken Zellen entgegenzuwirken. Auch sind viele Nahrungsmittel gut geeignet, um eine schulmedizinische Krebstherapie zu begleiten und ihre Auswirkungen abzuschwächen. In diesem Video geht es speziell um Früchte. Die University of Ohio hat herausgefunden, dass ein hoher Konsum an bestimmten Früchten eine Art Bremswirkung für die Ausbreitung von Krebs hat. Gäbe es ein Ranking der besten Früchte gegen Krebs, wäre die Guayabano bzw. Graviola, auch unter dem Namen Soursop, Stachelanone oder Sirsak bekannt, unsere absolute Nummer 1, denn diese Frucht tötet zielgerichtet bösartige Krebszellen bei fast allen Krebsarten. Sie ist dabei 10.000 Mal effektiver bei einer Verlangsamung des Wachstums als eine schädigende Chemotherapie und das alles ohne irgendwelche Nebenwirkungen. Nicht gerade interessant für die Pharmaindustrie, denn ausführliche Studien werden immer noch abgelehnt oder unter Verschluss gehalten. Dafür ist Krebs ein zu lukratives Geschäft. Es ist schwer, frische Früchte zu finden. Es gibt aber unzählige Nahrungsergänzungsmittel, die einen ebenfalls wirkungsvollen Effekt gegen Krebs haben. In Asien, besonders auf den Philippinen, kann sie in jedem Supermarkt bzw. Markt gekauft werden und jeder weiß dort um die krebshemmende Wirkung und sie wird dort auch regelmäßig gerade aus diesem Grund gegessen. In Europa ist das anders, denn hier ist sie so gut wie unbekannt und das ist leider so gewollt, weil sie über zu starke krebshemmende Eigenschaften verfügt. Ananas. Ananas unterstützt dich bei der Vorbeugung von Krebs. Die Frucht ist reich an Bromelin, einem natürlichen Verdauungsenzym, welches nicht nur entzündungshemmend wirkt, sondern auch Immunzellen aktivieren kann. Und es ist in der Lage, die Schutzschicht in Tumorzellen zu zerstören. Weiterhin kann es unnötiges Gewebe entsorgen und einer Tumorbildung entgegenwirken. Das Entgiftungspotenzial beschränkt sich nicht nur auf bereits erkrankte Zellen, sondern auch auf die Prävention und kann somit während einer Krebstherapie genauso wie zur Vorbeugung unterstützen. Gegessen werden. Aber bitte beachten, nur frische Ananas bescheren dir diese gesundheitlichen Vorteile. Verarbeitete Ananas aus Dosen und so weiter werden nicht den gewünschten Erfolg bringen. Aronia-Beere. Diese Beere ist leider viel zu wenig bekannt, denn sie kann dir so viele gesundheitliche Vorteile bringen. Die Antikrebseigenschaften sind wissenschaftlich bewiesen. In einem Laborversuch wurde aufgezeigt, dass nach dem Essen dieser Beere bereits nach 2 Tagen der Wachstum von Darmkrebszellen um 50% reduziert werden konnte. Die Antikrebseigenschaften der Aronia-Beere werden damit begründet, dass sie ein Enzym hemmt, das die Tumorbildung verstärkt und gleichzeitig ein Protein aktiviert, das eine Tumorbildung unterdrückt. Sie mildert weiterhin Schäden, die durch eine radioaktive Behandlung entstehen können. Banane. Gerade reife Bananen, die braunen Flecken auf der Schale sind hier ausschlaggebend, sind ein starkes Mittel in der Vorsorge gegen Krebs. Sie wirken präventiv gegen eine Ausbreitung gerade von Leukämie- und Leberkrebszellen, aber auch gegen Darmkrebs, Mundkrebs, Hirntumore und auch Speiseröhrenkrebs. Die Banane aktiviert Abwehrzellen, welche für die Bildung von TFN, sprich Tumor-Nekrose-Faktor, zuständig sind, was für eine Krebsbekämpfung sehr wirksam ist. Granatapfel. Der Granatapfel ist eine reiche Oxidantienquelle. Die enthaltenen Tannine und Flavonoide wirken 3-mal stärker gegen Krebs als zum Beispiel grüner Tee. Eine aktuelle Studie aus den USA hat aufgezeigt, dass die Wirkstoffe im Granatapfel effektiv die Metastasenbildung bei Brustkrebs stoppen können. Das Journal of Agriculture and Food Chemistry hat Granatapfelsaft im Jahr 2008 zum gesündesten Saft auserwählt. Kiwis.
Kiwis sind reich an Vitamin C, das im menschlichen Körper viele wichtige Funktionen erfüllt. Es dient als wichtiges Antioxidant, das unsere Zellen vor Schäden und durch freie Radikale schützt. Die enthaltenen Flavonoide und Carotinoide schützen die DNA und vor oxidativem Stress, der Krebs verursachen kann. Die Kiwi schützt vor einer Vermehrung bzw. einem Wachstum von Krebszellen und die Katechine helfen bei der Vorbeugung gegen Krebs. Zitrusfrüchte. Wie bekannt ist, sind Zitrusfrüchte im Allgemeinen ein großartiger Vitamin-C-Lieferant. Sie versorgen dich weiterhin mit ausreichend Ballaststoffen, Kalium und Beta-Carotin. Gerade Zitronensaft bearbeitet bösartige Körperzellen und setzt diese wieder instand, während die Gesunden nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Zitrusfrüchte wirken besonders unterstützend bei Rachen-, Mund-, Magen- und auch Kehlkopfkrebs. Weintrauben. Gerade rote Weintrauben sind ein echtes Superfood. Das haben wir bereits in unserem Video 5 gesunde Gründe, warum du täglich rote Weintrauben essen solltest, gezeigt. Die enthaltenen Stoffe können das Wachstum von Tumorzellen verlangsamen. In einer Studie aus dem Jahre 2005 im Journal of Agriculture and Food Chemistry wurde aufgezeigt, dass die enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe die Wucherung von Krebszellen stoppen können. Diese Stoffe hemmen ein Enzym, das bei kranken Krebszellen dreimal so aktiv ist wie in gesunden Zellen und verhindern somit ein Ausbreiten der Tumore. Auch unterstützend während einer Chemotherapie können rote Trauben eingesetzt werden, denn sie wirken anregend und stärken das Immunsystem. Weiterhin können etwaige Nebenwirkungen einer solchen Therapie durch die entzündungshemmende Wirkung gelindert werden. Cranberries. Hier ist gerade speziell der Saft aus Cranberries ideal, denn die enthaltenen Polyphenole im Cranberry-Saft, die sowohl Krebs als auch anderen Tumoren effektiv bekämpfen können, können einer Tumorbildung gerade bei Krebsarten wie Brust-, Lungen-, Darm- und Prostatakrebs reduzieren. Cranberries verfügen auch über Salicylsäure, die Entzündung bekämpft und damit das Risiko der Bildung eines Blutgerinnsels reduzieren, das eine Tumorbildung fördern kann. Ein weiteres enthaltenes Antioxidant sind die sogenannten Flavonoide, die Sauerstoffverbindungen im Körper unschädlich machen und ein schädliches Zellwachstum hemmen und krebsvorbeugend wirken. Also ist dieses Getränk auch stark zur Prävention von Krebs geeignet. Äpfel. An der New Yorker Cornell University zeigte eine 24 Wochen andauernde Studie mit einer Apfeldiät an Ratten, die anfällig für Brustkrebs waren, dass das Tumorrisiko um bis zu 44% gesenkt werden konnte und bestehende Tumore wurden um ganze 61% verkleinert. Gerade in der Schale sitzt die geballte Kraft, um ein Krebszellenwachstum zu stoppen. Eine gezielte Antikrebsernährung würde im besten Fall mit einem Ernährungsplan, der zu 2/3 aus Früchten und Gemüse besteht, einhergehen. Gib Krebs keine Chance und versuche, diese gesunden Früchte ausreichend in deine Ernährung einzubauen. Bitte bleib gesund! Danke fürs Zusehen! Wenn dir das Video gefallen hat, zeige es doch mit einem Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. Wir freuen uns auch über deinen Kommentar. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere unseren Kanal und drücke danach auf die Glocke, damit du immer sofort über die neuesten Tipps und Rezepte informiert wirst.